Moin Leute und herzlich willkommen zum dritten Sonne und Mond Wi-Fi Kampf. Ich glaube, das ist der dritte. Wir benutzen heute dasselbe Team wie letztes Mal, denn ich glaube, wenn wir uns nicht ganz so dumm anstellen, sollte das funktionieren. Unser heutiger Kampf ist gegen den lieben Arguan, auch bekannt als @krieger_Arguan auf Twitter. Bitte wieder ein Kampfformat, Einzelkampf. Da ist er doch, der Arguan. Ja, ich möchte meine Freundschaftsanfrage senden. Und dann muss ich tatsächlich einmal nachschauen, denn unser Lusardin hat jetzt einen Spitznamen. Und da möchte ich gerne einmal kurz schauen, wer den Namen noch vorgeschlagen hat. Da. Golo Paul Pokémon auf YouTube hat mir den Namen vorgeschlagen. Welcher das ist, seht ihr gleich noch. Ich lege die Kampfregeln fest. Und ja, wie gesagt, das Team ist dasselbe wie letzte Woche. Von daher dürfte es da nicht allzu viele Überraschungen geben. Einzelkampf, normale Regeln natürlich, 1 bis 6 Pokémon, alle auf Level 50, das übliche. Vielleicht warte ich beim nächsten Mal, bis wir so in dem Screen sind, bevor ich die Aufnahme starte. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Teilnehmendes Ziel. Wo ist mein unterer Aufnahmescreen? Da. Wie gesagt, dasselbe Team wie letztes Mal. Und dieses Mal leaden wir einfach, egal was unser Gegner hat. Leaden wir. Oh, darf man auch die Musik aussuchen. Was nehmen wir denn dieses Mal? Team Skull, Skull Vorstand, Skull Boss. Samantha 1. Nehmen wir Samantha 1. So, Arguan wählt noch aus. Ich bin mal gespannt, was er mitnimmt. Er hat gefragt, ob alles erlaubt ist. Von daher gehe ich davon aus, dass er mindestens ein Ultra Beast dabei hat. Schauen wir doch mal. Er hat dabei... ist das Silvally? Heißt das so? Ich glaube, ja. Dann hat er noch Kapuriki, glaube ich. Nachtsara, Lunala... Das Alolan Marowak, das nennt sich Knogger auf Deutsch, genau. Und Celesteela. Celesteela ist, glaube ich, Pflanze Stahl. Celesteela, lass mich mal nachschauen. Karguran auf Deutsch, das ist gut zu wissen. Stahlflug, okay. Stahlflug. Ja, sein Team ist natürlich recht stark. Wir brauchen auf jeden Fall... Also ich denke schon, dass unser... Oh, was ist, wäre hier ein ziemlicher MVP? Egal, wir leaden mit Bumblebee. Ich wollte eigentlich mit Ruby leaden, aber das kann ich vergessen. Wir leaden einfach mit Bumblebee und dann schauen wir mal, was wir machen. Arguan vs. Pask. Ich habe übrigens, wenn man das da sehen kann, meine Wand da hinten ein bisschen geändert. Es ist schön hier das Viech aus Monster Hunter da unten und der Flash ist auf der anderen Seite und die Majora's Mask ist schön in der Mitte und das Mimik Master. Wir leben mit Bumblebee. Er schickt Kapuriki in den Kampf. Das ist für mich in Ordnung. Das ist für mich sehr in Ordnung. Denn nach einem Falterreigen sollten wir schneller sein. Denke ich zumindest. Wir sollten nach dem Falterreigen schneller sein. Wir sind sogar vor dem Falterreigen schneller, okay. Und wir tragen den Fokusgurt, das ist ganz wichtig, deswegen habe ich keine Angst wirklich. Er benutzt erst ein physisches Kapuriki. Oder zumindest ein Mix. Wir überleben natürlich durch den Fokusgurt. Und... Das wäre eine Power von 120, weil es sehr effektiv ist. Hier würden wir keinen Step. Hier hätten wir noch den Step drauf. Und kämen dadurch auf 145, 140. Also gehen wir auf die Mondgewalt und hoffen einfach, dass die reicht. Plus 1 Mondgewalt und Step. Reicht aus. Ein Crit. Der könnte sogar gemerdert haben. Die Leiste ist nämlich nicht schnell runtergegangen. Oh, OBS. OBS, freeze bitte nicht. Danke. Ich habe übrigens, wo wir gerade bei Kapuriki sind,
Ich habe mir einen Tee gemacht. In meiner handbemalten Kapuriki-Tasse. Ellie mit Kagura und ich werde an dieser Stelle nicht auswechseln. Denn ich könnte mir vorstellen, dass er auf die Tarnsteine geht. Und leider können wir ihn mit nichts wirklich treffen. Unsere Kraftreserve Boden ist natürlich wirkungslos gegen ihn und Mondgewalt und Energieball sind neutral. Kagura, du lernst doch bestimmt die Tarnsteine, oder? Ich möchte nichts kalken gerade, aber ich möchte sehen, ob du die Tarnsteine... Das Ding lernt keine Tarnsteine. In dem Fall möchten wir uns Bumblebee vielleicht sogar noch aufheben. Aber was schicken wir rein? Ruby wäre das Beste. Aber Ruby kann nicht wirklich was gegen das Ding machen. Und Kagura hat, glaube ich, ganz gute defensive Stats. 103 Verteidigung, 101 Spezialverteidigung. Das heißt, selbst Arcos könnte da nicht viel gegen machen. Das wäre ein reines Stall-Matchup. Wir bleiben einfach drinne. Brauche ich Bumblebee noch gegen das Team? Ich bräuchte Bumblebee eigentlich noch gegen das Nachtara. Und gegen das Lunala. Ich muss mir Bumblebee aufbewahren. Brauche ich Mothership? Unser Lusadin. Nicht unbedingt. Aber das Ding, nee, das Ding ist nicht Pflanze. Ich denke die ganze Zeit, das Ding ist Pflanze. Dann schicken wir an dieser Stelle Mothership rein. Ich hoffe, dass wir dem Ding einigermaßen was an Schaden machen können mit Kaskade. Sein Kapuriki ist schon mal weg. Das ist sehr gut, weil das bedeutet, dass Mothership keine Angst mehr vor den Elektroattacken haben muss. Zumindest nicht vom Kapuriki. Ich weiß halt nicht, was Celesteela kann. Beziehungsweise Kagura. Schmalhorn? Was ist Schmalhorn? Irgendeine nicht effektive Attacke. Okay. Wir gehen hier einfach auf die Kaskade. Wie gesagt, ich will mal sehen, wie viel Damage wir an dem Ding machen können. Das Ding kann Samenbomben erlernen. Ich wusste, es kann Egelsamen, aber nicht, dass es Samenbomben kann. Macht uns aber nicht viel, obwohl es sehr effektiv ist. Das heißt, das Ding ist auf jeden Fall ordentlich defensiv ausgelegt. Und Kaskade wird kein Two-Hit. Aber ich werde trotzdem weiter auf die Kaskade gehen. Denn das ist unser sicherster Angriff. Solange er uns nicht crittet, überleben wir das auf jeden Fall. Wir können uns hier mit der Gifelbeere hochheilen. Und ich glaube, wir sollten sogar nach der nächsten Samenbombe immer noch in dieser Form bleiben können. Und Kaskade würde das Kagura auf jeden Fall rausnehmen. Schauen wir mal, ob wir unter 25% unserer HP fallen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir tanken das noch gut genug. Ja. Sehr schön. Damit sind wir schon mal einen der größten Threads los, vor dem ich am meisten Angst hatte zumindest. Der Crit hat nicht gemattert. Der hat nicht gemattert. Definitiv nicht. Wir haben ihm ein solides Drittel abgezogen mit jedem Angriff. Und das war weniger als ein Drittel, was er noch übrig hatte. Denke ich. Hoffe ich. Außerdem hoffe ich, ja, ich wollte gerade sagen, dass ich meine Audioaufnahme nebenbei laufen habe. Und ich hoffe, dass meine Audioaufnahme nicht so laut ist. So, ich glaube, mir wird sogar angezeigt, was für ein Typ das Ding ist, oder? Denn, ja, Mothership ist Wasser. Okay, es ist Pflanze. Ich sehe gerade, dass... Nee, Unlicht. Ich sehe nämlich gerade, dass Rückkehr sehr effektiv wäre. Aber in Unlicht kann ich nicht sicher rein switchen. Und gehe deswegen einfach auf die Kehrtwende. Er geht auch auf die Kehrtwende. Okay, das heißt... Mothership wird in diesem Fall einfach nur noch zu Death Fodder. Denn wir werden uns gleich zurückverwandeln. So in die kleine Form und da machen wir nichts mehr. Er hat vermutlich mit einem Switch gerechnet. Oh, Lunala. Das ist gut für uns. Das ist sehr, sehr gut für uns tatsächlich. Denn wir brechen seine Fähigkeit mit der Lunala. Lunala hat ja die eigene Version von der Multischuppe. Einmal gucken, wie die sich nennt. Phantomschutz. Und die ist jetzt gebrochen, weil er keine vollen HP mehr hat. Hat ein Base-Init von 97. Und ist schwach gegen Geist- und Unlichtattacken. Also nicht mal gegen Käfer? Was von ihm resistet denn Käfer? Resistet Psycho-Käfer? Nee, Psycho nicht. Geist resistet Käfer, okay. Oh Gott, ich muss ein Pokémon auswählen. Ja, wir schicken einfach Holger rein, unser Slimog. Das Beste, was wir machen können.
Und dann gehen wir auf den Abschlag. Nein, nicht auf die Steinkante. Ich wollte Abschlag auswählen. Nein, ich bin außerdem auf Steinkante gegangen. Bitte wechsel aus. Das Ding wäre nämlich garantiert tot nach einem Abschlag. Und ich habe jetzt außerdem auf Steinkante gedrückt. Und der bleibt auch noch drin. Und jetzt, weil ich einen Missklick gemacht habe. Ja, erhöhe halt deine Verteidigung und erhöhe deine Spezialverteidigung. Ja, immerhin connected die Steinkante. Wuhu. Das Ding hätte keinen Abschlag überlebt. Das glaube ich nicht. Je nachdem, was er für ein Item trägt, hätte er keinen Abschlag überlebt. Oder ich mache es davon abhängig, wie viel Schaden Abschlag jetzt macht. Und versuche dann zu urteilen, ob es dann überlebt hätte. Nein. Nein, hätte es nicht. Wobei ich mich gerade frage, was du hier versucht hast. Schrägrauch? Was macht Schrägrauch? Schrägrauch. Was ist das für ein Item? Psycho-Attacken um 20% verstärkt. Ach so. Ja, ich möchte fast das Unlicht erwarten. Das Ehrlicht erwarten. Aber da wir das Viech für nichts mehr in seinem Team wirklich brauchen, gehen wir einfach auf den Abschlag. Denn der sollte soliden Schaden an dem Ding machen. Wir vergiften es noch durch den Giftgriff. Und er geht aufs Felsgrab, okay. Senkt unsere Initiative damit. Dadurch könnte es jetzt halt tatsächlich sein, dass wir langsamer sind als er. Aber da wir den Schattenstoß haben, brauche ich hier gar nichts weiter riskieren. Wir gehen auf den Schattenstoß und damit sollten wir Lein das Knogger rausnehmen können. Der Tastfluch wirkt. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Tastfluch, Knogger. Not bad. Sonst spielt man ja Lightning Rod da drauf. Ist aber natürlich gut. Fast jeder geht davon aus, dass das Ding den Lightning Rod trägt. Und deswegen kann man da so ein bisschen rumspielen. Ich muss die Taste ja andersrum halten. So, halt jetzt wieder das Amigento. Ich weiß, dass Abschlag nicht sehr effektiv ist. Aber wait, warte mal, das Drive kann ich doch eh nicht abschlagen, oder? Dann gehen wir auf den Gift-Hieb und versuchen einfach das Ding noch zu vergiften. Denn Abschlag würde mir nichts bringen. Schauen wir einfach mal. Kein Gift, weder durch die Fähigkeit noch durch den Gift-Hieb, aber ich glaube, wenn wir in dieser Runde vergiften, ist er tatsächlich down. Also ich möchte meinen, dass wir das Spiel in der Tasche haben. Dieses Match. Was mich halt mal interessieren würde, ist, ob der Crit gemerdert hat. Und ob der Crit am Anfang. Ah, das reicht leider noch nicht ganz aus. Ich glaube, wir können den Schattenstoß auch immer noch nicht benutzen. Nee. Und ob oh, wie hieß es denn jetzt? Ob der Crit gemeldet hat? Und warum er nochmal Psycho Plus benutzt hat mit dem Lunala, denn Lunala ist halt viermal schwach gegen Unlichtattacken. Ich bin übrigens hier auf den Abschlag gegangen, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Aber ich habe mir gedacht, für den Fall, dass er auswechselt, wäre der Abschlag nicht schlecht. Und wir kriegen nochmal den Giftgriff. Oh, Synchro. Aber es funktioniert nicht. Tut mir leid. Tut mir ja leid. Okay, und Angriff ist nicht mehr blockiert. Ändert aber auch nichts. Denn wir okay, wisst ihr was? Ich bin jetzt mal ein bisschen asozial. Erstmal Hashtag 1KP, ne? Hashtag 1KP. Und dann wechseln wir an dieser Stelle in unser Peekaboo. Ich will das 6-0 beenden, das Game. Ich habe nicht darauf geachtet, wie wenig HP wir hatten. Ich will das Game 6-0 beenden. Da bin ich eiskalt mit, den wir letzte Woche so aufs Maul bekommen haben. Durch den Orkan-Miss. Werd Peekaboo. Jetzt hoffentlich mit einem Knuddler.
da. Das Game beenden können. Bye bye. Das überlebst du nicht. Okay, war ein recht kurzes Match. Mal schauen, vielleicht gucke ich, ob ich noch eins aufnehmen kann. Dann kriegt ihr diese Woche zwei. Das hier kommt ja schon einen Tag zu spät. Und er hat doch nichts mehr, ne? Doch, er hat immer noch Amigento. Achso, das ist vergiftet. Okay. Er hat kein Amigento. Dann aber jetzt. GG, war ein kurzes Match. Ich habe mehr von dir erwartet, junger Mann. Aber gut. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte trotzdem ein Like da, vielleicht auch einen Kommentar. Vielleicht auch mit einem Pokémon, das ihr gerne mal sehen würdet. Ich weiß, mir wurden schon welche genannt und ich habe mir auch schon welche davon gezüchtet. Aber ich kam noch nicht dazu, die zu trainieren. War eine arbeitsreiche Woche. Deswegen wollte ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren, kommentieren, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Ist ja auch egal. Bis dahin und tschüss. Die Verbindung zum Spielpartner wurde unterbrochen. RIP.